Hallo ihr Lieben, und zwar war ich heute bei Edeka und dann bin ich von Edeka aus zum Rathausplatz gefahren in Witten. Da war nämlich der Marktschreier aus Hamburg. Also da konnte man Wurst, Süßigkeiten, Nudeln, Obst, Fisch. Und das geht bis Sonntag und bin aber heute mal hingefahren. Und jetzt fange ich auch an, da habe ich eine Tüte Wurst gekauft für 20 Euro. Die sieht so aus. Und das Ganze hat alles 20 Euro gekostet. Da ist einmal drinnen Krustenbraten, Enten. Das ist haltbar bis zum 16.06. Dann war da eine Edelsalami. Dann ist hier eine Paprikasalami. Dann habe ich hier noch ein, das steht nicht drauf, was das ist. Ich nehme an, das ist so luftgetrocknete Salami, keine Ahnung. Dann habe ich noch dabei so eine halbe Salami. Riecht eigentlich ganz gut. Dann ist dabei Kochschinken, so am Stück. Und dann ist da noch bei Lachsschinken. Ist da noch bei, wie lange ist das haltbar? Bis um, ja. Das ist einmal Lachsschinken. Und die Tüte hat im Ganzen 20 Euro gekostet. Salami ist bei uns sehr, sehr schnell weg, weil wir essen eigentlich ganz gerne Salami. Dann habe ich geholt zwei Tüten Süßigkeiten. Das hat auch 20 Euro gekostet. Also die Wurstpakete hätte man für 15 Euro und auch für 20 Euro gehabt. Das ist einmal Zuckerwatte von Einhorn. Dann wieder Kaubonbon. Zungenverfärbung. Ach, sie färbt die Zunge. Auch Einhorn. Dann war da Minz 2. Von Milka. Dann nochmal nehmen. Also von nimm zwei Lachgummis. Dann wieder was von Milka, so Kekse. Dann dabei so Rolos. Dann ist er so. Dann wäre Merci, so Herzchen. Dann Brennels. Und zweimal Knoppers. Naja, ob das jetzt wirklich einen Wert von 20 Euro hat, weiß ich leider nicht, habe ich auch gar nicht nachgeguckt. Irgendwie steht die Kamera so, aber egal. So, das war das, was ich jetzt da auf dem Markt gekauft habe. Jetzt habe ich, komme zu Edeka. Das ist schwer. Da habe ich einmal 10 Eier gekauft. Dann habe ich da Sahne. Die Eier haben, glaube ich, 1,29 € gekostet und die Sahne, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube 59 Cent, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Dann habe ich einmal Heringsalat, 1,49 €. Dann habe ich zweimal, ach, Marzipankuchen. Ich dachte, das
das ist der Zitronenkuchen. Aber Marzipan ist noch besser. Dann habe ich zwei von, das sind so kleine. Die kennt bestimmt jeder aus der Werbung oder hat sie vielleicht auch schon selber gehabt. Die haben jetzt einmal, da sind vier Stück drin, ne? Für 1,79 Euro. Dann haben wir hier einmal Matschfilet und einmal Forelle. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob Forelle 1,69 Euro gekostet hat und Matthias 2 Euro noch was. Jetzt bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Dann habe ich einmal Kirschen. Die haben 3,19 Euro gekostet. Sind um 404 Gramm sind da drin. Eine Cola. Einmal Nutella, war ein Angebot. 1,79 glaube ich. Dann habe ich gekauft zweimal Wiener Würstchen. Sind vier Stück jeweils drin für 1,29 Euro. Dann habe ich einmal Fleischsalat gekauft, 99 Cent. Joghurtsoße habe ich viermal, hat jeweils einer 85 Cent gekostet. Dann habe ich vier Weißwürstchen gekauft. Für 2,99 Euro, glaube ich, war das. Dann habe ich einmal Zewa. 1 Euro noch was. Einmal ein Kasslerbrot. 1 Euro noch was. Dann habe ich zweimal Gouda-Käse, leicht. Jeweils 1,59 Euro. Dann habe ich viermal Schinken Hackgold, weil ich mache morgen Schinkenröllchen mit gehacktes. Dann noch eine Cola. Und dann habe ich hier noch einmal Sahne. Und noch einmal Joghurtsoße. Aber das habe ich ja ganze viermal gekauft, so Salatsoße, und dann habe ich einmal Seelachs gekauft, 99 Cent. Dann habe ich gekauft dreimal Curry Ketchup, weil der wie ganz schnell bei uns gegessen, er ist auch immer schnell weg und der war heute auch in Angebot, ich glaube für 1,29 Euro oder 1,39 Euro, aber ich glaube eher 1,29 Euro war das. Dann habe ich noch mal Chili Ketchup geholt. Dann habe ich schon Hella Curry Gewürz Ketchup scharf, 2,49 Euro. Dann habe ich mir Tomatenketchup gekauft von Kraft, 2,99 Euro, die große Flasche. Und wenn ich mir Spaghetti mache, esse ich ganz gerne auch mal Spaghetti, nur mit Ketchup drauf und mit Maggi. Und das ist so lecker und davon brauche ich dann sehr viel. Also ich esse dann sehr viel Tomatenketchup dabei. Und dann habe ich einmal die Mayonnaise. So, meine Lieben, das war's dann wieder für heute. Somit werde ich mich auch schon wieder verabschieden und sage dann Tschüss.